Nach der Schlusssirene glich der Audi-Dome einer Partyzone und mittendrin Uli Hoeneß, der Präsident des FC Bayern, sprang freudestrahlend in die Höhe und bejubelte das erste Double seiner Basketballer in der Vereinsgeschichte. 4 Monate nach dem Pokalsieg triumphierten die Münchner auch beim spannenden Kampf um die deutsche Meisterschaft im entscheidenden 5. Spiel des Playoff-Finales der Basketball-Bundesliga, BBL, behielten die überzeugenden Bayern die Nerven, setzten sich gegen Alba Berlin deutlich mit 106:85, 58:39 durch und sicherten sich den 4. Titel nach 1954, 1955 und 2014. Zudem qualifizierten sich die Münchner für die Euroleague. Alba, achtmaliger Meister, verpasste die erste Meisterschaft seit 10 Jahren. Live-Ticker zum Nachlesen: Bartel wird Finals-MVP. Der deutsche Nationalspieler Danilo Bartel wurde zum Finals-MVP gekürt. Das ist ein Award für die ganze Mannschaft. Wir haben von Beginn an gut gespielt. Man wird nur MVP mit einer tollen Mannschaft, dankte Bartel bei Telekom Sport seinen Teamkollegen. twitter.com/fcb-basketball-status/100808565631197813768176. Service überglücklich nach Titel, es fühlt sich sehr gut an. Wir hatten viel Rückschläge, haben aber immer hart gearbeitet, freute sich Bayerns Mike Zirbes nach der Partie. Es waren harte Playoffs, heute danken wir allen, die geholfen haben, vom Präsidenten bis zu den Fans, sagte Bayern-Trainer Dejan Radonjic bei Telekom Sport. Respekt an Alba, sie haben eine hervorragende Saison gespielt und es uns sehr schwer gemacht. Bester Werfer der Münchner, die nach der Hauptrunde den ersten Platz belegt hatten, war Nihat Djedovic, 19. Den Hauptrundenzeiten Alba konnte sich im ausverkauften Audi-Dome vor 6500 Zuschauern Spencer Butterfield, 29, am besten in Szene setzen. Auch im 10. Anlauf setzte sich damit das Heimteam im entscheidenden 5. Duell durch. Die Bayern hatten in den Playoffs zuvor Frankfurt 3:2 und Bamberg 3:1 ausgeschaltet. Bayern dominiert von Beginn an. Damit ging auch die Rechnung der Münchner auf, die Ende März ihren Trainer Sasa Djordjevic entlassen hatten. Als Nachfolger war Dejan Radonjic installiert worden, der dem Team um Kapitän Anton Gavel im Schlussspurt offenbar die gewünschten Impulse geben konnte. Für beide Mannschaften wurde es nach einer langen Saison ein allerletzter Kraftakt. Für so ein Spiel ist es völlig egal, wie der körperliche Zustand ist. Jetzt kommt es nur noch auf den Kopfwillen und die Freiwürfe an, sagte Gavel bereits vor dem Finale. Die Münchner beherrschten von Beginn an die Partie und lagen schon nach 10 Minuten mit 32:19 in Führung. Den Bayern war die große Anspannung kaum anzumerken, sie setzten einige spielerische Highlights und waren unter dem Korb deutlich überlegen. Alba wirkte dagegen nervös und ließ zu viele Möglichkeiten liegen. Hoeneß fiebert intensiv mit. Bis zur Halbzeit änderte sich an der Münchner Dominanz nichts, im Gegenteil, die Bayern zogen noch weiter davon und gingen mit einem deutlichen 58:39 in die Kabine. Zur Freude von Hoeneß, der immer wieder begeistert von seinem Sitz aufsprang. twitter.com/fcb-basketball-status/100807390537284812828. Nach der Pause sah der Bayern Präsident erst einmal eine Schwächephase seines Teams. Diese währte aber nur kurz. Nach dem 3. Viertel führte der FC Bayern mit 86:61. Diesen deutlichen Vorsprung ließ sich das Heimteam vor den begeisterten Fans nicht mehr nehmen.